Einen wunderschönen guten Abend hier aus Sinsheim. Schön, dass ihr eingeschaltet habt bei Taubereisen. Vergesst uns nicht zu abonnieren. Gebt uns weiter, gebt die Güte Gottes weiter. Wir erwarten heute Gottes Güte und seine Gnade. Und später kommt Piero Fei für die Prophetenschule. So, seid dabei. Und jetzt wollen wir Gott anbeten für das, was er ist. Er ist das Alpha und Omega. Danke, danke, Jesus, du bist so gut zu mir. Danke, danke, Jesus, du bist so gut zu mir. Du bist so gut, so gut. Weisheit, Liebe und Kraft, unser Gott.
Liebe und Kraft. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Er herrscht vom Himmel herab mit Weisheit, Liebe und Kraft. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Unser Schönen guten Abend. Herzlich willkommen aus Zinsheim in unserer Propheteschule. Ich möchte, dass ihr euch wohlfühlt heute Abend. Und ich werde probieren, heute Abend mal euch weiterzugeben, was mir Gott gezeigt hat. Und ich möchte sagen, ich brauche immer einen Geist der Offenbarung, dass ich live, während ich predige, empfange. Auch wenn es manchmal nicht so gut aufgestellt ist. Ich möchte anfangen mit einem Bibelvers heute Abend. Und dieser Bibelvers ist vom Epheserbrief. Und da steht geschrieben, da fängt Paulus an, gepriesen sei der Gott, unser Vater, unseren Herrn, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Jesus Christus. Und da spricht davon Paulus von einem Segen in der Himmelswelt. Es gibt ein Segen in der Himmelswelt. Es gibt ein geistlicher Segen in dieser unsichtbaren Welt. Und es gibt gleichzeitig, muss ich sagen, ein Segen auf der Erde. Und das Segen auf der Erde, da kennen wir. Das Segen auf der Erde als Christen, das ist etwas, was wir lieben. Wir haben den Segen Jesus Christus, den Segen vom Abraham durch Jesus Christus. Und das kennen die meisten Christen. Und sie sagen, ja, wenn wir gesegnet sind von Gott, und dann geht es uns gut und da sind wir wie Abraham und haben vielleicht ein schönes Haus und wir haben nette Kinder und wir haben Gesundheit und wir haben einen tollen Arbeitsplatz und wir haben Schutz und wir haben ganz viele Sachen. Aber das sind alles Segen auf der Erde. Aber es gibt andere Segen in der Himmelswelt, in der unsichtbaren Welt gibt es Segen für uns, wie wir vorbereitet haben. Und das ist etwas ganz anderes. Und es hat mich diese Woche, möchte ich sagen, total beschäftigt und getroffen. Und ich habe zu der anderen Kapitel, der Herr mal sagt, sprich über die Segen der Himmelswelt.
Und das sind manchmal dann so Sachen, wo ich einfach sage, Herr, ich habe nicht so viel Ahnung, du musst mir zeigen, du musst mir unter dem Wort viele Sachen zeigen drin. Und wenn ich ehrlich bin, ich glaube, der Epheserbrief ist wahrscheinlich dieser Brief in der Bibel drin, wie am meisten von dieser unsichtbaren Welt redet. Beispiel im Epheserbrief 3 können wir lesen, dass der Teufel Satan herrscht in dieser unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde, steht geschrieben. Und er herrscht da drin. Und es gibt so diese himmlische oder diese geistliche Welt. Und da drin sind Segen. Und da steht geschrieben, dass wir in Jesus Christus sollen wir diese Segen haben. Ich erzähle mal von einem Beispiel, ein ganz normales menschliches Beispiel. Ich war mal mit François Boothes, viele von euch kennen ihn, dieser Lobpreisleiter, dieser prophetische Psalmist, war mal unterwegs miteinander im Auto. Und dann habe ich gehalten in einer Tankstelle und habe meinen Tank gefüllt. Und dann geht er auch raus in der Tankstelle und sagt, Piero, ich möchte dich segnen. Und ich dachte, komisch, jetzt da, ich bin gerade am Tanken, will er mich segnen? Will er mir jetzt die Hände auflegen? Will er prophezeien? Will er vielleicht ein Lied singen? Und das sind viele Leute, die auch noch tanken wollen. Und ich dachte so, in mir, das passt gar nicht zusammen, aber manchmal sind Propheten so seltsam. Ja, ich will dich segnen. Ich sagte, ja, okay. Und dann hat er aber nichts gemacht. Dann bin ich reingegangen, bin in die Kasse gegangen, das mitgegangen. Und dann hat er mich überholt und hat meine Tankrechnung bezahlt. Und ich habe gesagt, was machst du denn, François? Und er sagte, ja, ich wollte dich segnen. Und ich hatte nichts verstanden, das war auch ein Segen. Wenn du jemand die Tankfüllung, wenn Geld gibst, dann segnest du ihn. Und es ist gut, dass wir segnen. Und es gibt viele Segen auf dieser Erde. Und manchmal sagt man es in christlichen Kreisen, wenn jetzt Beispiel jemand ein schönes Auto hat, sagt man nicht, Auto, oh, du hast es gepackt, du hast es erreicht, dann sagt man, du wurdest gesegnet, du bist ein gesegneter Mann, du hast ein gesegnetes Haus und vielleicht sogar noch ein Schwimmbad und dann sagt man, oh, du bist gesegnet. Und es ist okay, Gott kann uns segnen auf dieser Erde. Aber ich glaube, dass es andere Segen gibt. Segen, die in der unsichtbaren Welt sind und wo wir uns nicht geholt haben. Oder weil wir keine Ahnung haben, dass es sie gibt. Ich gebe dir ein Beispiel. Stell mal vor, du bist unterwegs im Schwimmbad, im Fluss und kommst nach Hause und du merkst, oh, ich habe meinen goldenen Ring, wie wertvoll ist, verloren im Schwimmen. Da ist der Fluss gefallen. Und das ist menschlich gesehen unmöglich. Und bist am Abend da und denkst, ah ja, Herr, du kannst mich ja segnen, dass ich wieder einer kaufen kann. Aber stell dir mal vor, anders. Du bist im Beten und plötzlich steht ein Engel vor dir und sagt, du, ich möchte dir den Ring zurückbringen. Ich habe ihn für dich geholt. Da möchte ich sagen, das ist eine andere Kategorie des Segens. Stell dir mal vor, du bist zu Hause und wird Jesus in deinem Zimmer stehen. Und würde sagen, du leg deine Hände in meine Hände hinein, in meine Wunde hinein. Und du wirst es machen, er sagt, ich gebe dir Autorität. Du wirst eine Vollmacht haben gegen Krebs. Oder du wirst in der unsichtbaren Welt herrschen gegen die Mächte der Finsternis. Es ist Zeit, dass du aufstehst. Ist das eine andere Ebene? Vor einiger Zeit sprach der Heilige Geist morgens im Gebet und sagte, Piero, geh in diese Stadt, geh vor diesen Dom, geh dorthin. Und ich bin hingegangen. Und plötzlich stand vor diesem Dom ein riesiger Engel. Und er hatte goldene Schlüssel. Und ich muss sagen, ich bin total erschrocken, wie ich gesehen habe, wie hoch er ist. Und der Engel schaut mich an und sagt, komm, hab keine Angst. Und er gibt mir diese goldene Schlüssel. Ich sage, was ist das? Und sagt, Piero, mit diesem Schlüssel kannst du in die Unterwelt reingehen. Ich werde dich runterführen. Du wirst Autorität haben, mich runtergehen. Ich werde Sarah zeigen, was in dieser Stadt im Geist vorläuft. Und das sind Segen von der unsichtbaren Welt. Und ich glaube, in dieser unsichtbaren Welt gibt es so viele Sachen, wo wir öfters keine Ahnung haben. Oder wir ahnen sie, weil wir auf dieser Erde leben. Die Gemeinde Jesus Christen haben sich daran gewöhnt, gesegnet zu werden, gehorsam zu sein, in die Bibel zu lesen. Meistens ohne Geist der Offenbarung, in die Bibel zu lesen, in den Gottesdienst zu gehen. Arbeit machen in der Gemeinde, probieren anständiges Leben zu haben, gute Werke zu tun. Aber wir haben in dieser unsichtbaren Welt, in dieser Geistwelt, in dieser himmlischen Welt,
diese Segen haben wir nicht geholt oder wir haben sie nicht bekommen. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo Gott zu uns geben möchte. Ich glaube, dass wir in der unsichtbaren Welt mit Jesus Christus niemals herrschen können, wenn wir nicht in im Geist, mit unserem Geist in diese unsichtbare Welt reingehen. Wenn wir keine Offenbarung bekommen von dieser unsichtbaren Welt. Und ich glaube, es ist so, diese Endzeit möchte Gott nicht, dass wir schöne Gemeinde bauen auf Erde und sie werden manchmal schneller zerstört wie alles andere, sondern dass wir lernen zu herrschen. Ich glaube, dass der Sieg, der große Sieg für Erweckung, er liegt nicht auf der Erde, sondern die Schlüssel des Sieges liegen in der unsichtbaren Welt. Gott möchte Autorität geben, manche Menschen über ganze Städte. Und ich kann das sagen, da sind wir weit davon weg. Es gibt manche geistliche Leiter, die sind so glücklich, wenn sie Autorität haben über ihren Dienst, über ihre Gemeinde, über einige Mitarbeiter. Aber ich möchte sagen, ich möchte lieber schon eine geistliche Autorität haben in der unsichtbaren Welt drin. Eine, wie ja, Gott uns geben möchte gegen jede dämonische Macht. Und ich möchte euch einige Verse vom Epheserbrief vorlesen, dass wir das verstehen können. Paulus sagt das. Er dankt Gott, dass wir dieses Segen von der unsichtbaren Welt, von der Himmelswelt bekommen. Und dann später tut er ein Gebet aussprechen, das möchte ich euch heute Abend lesen. Und er fängt an, er erleuchte Gott, erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung, seine Berufung, was das Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in der Heilige ist und was die überragende Größe seiner Kraft in uns, an uns, den Gläubigen ist, nach der Wirksamkeit der Macht seine Stärke. Dies hat er in Christus wirksam werden lassen, indem, dass er ihn auf der Tote auferweckt hat und zu Rechte Gottes die Himmelswelt gesetzt hat. Und dieser Satz ist sehr interessant. Diese Kraft, übernatürliche Kraft Gottes, wurde freigesetzt im Moment, als Jesus von der Tote auferweckt worden ist. Steht hier geschrieben. Als Jesus vom Grab aufgestanden ist, als er auferweckt worden ist, ist gleichzeitig, hat er jede Autorität bekommen, ich werde es mal lesen, jede Autorität bekommen in der unsichtbaren Welt. Und er sitzt auf dem Thron Gottes neben seinem Vater und alles ist unter seinen Füßen. Das ist unser Chef, das ist der Haupt, wir sind die Gemeinde. Und er hat jede Autorität. Und Paulus betet, dass unsere Augen erleuchtet werden, dass wir verstehen, wer Jesus Christus ist. Wann hat er diese ganze Autorität bekommen? Als er auferstanden ist, hat er alles bekommen. Der Jesus, der auferstanden ist, ist 100-mal stärker gewesen als dieser Jesus, wie diese 33 Jahre auf Erde erlebt hat. Wir sind alle begeistert, ich auch, was Jesus diese 3 Jahre in seinem Dienst gemacht hat. Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben, Tote auferweckt. Er hat wunderbare Sachen gemacht. Er ist am Kreuz gestorben. Aber diese Autorität, wie Jesus Christus jetzt hat, ist viel größer. Und er hat jede Autorität in der unsichtbaren Welt. Und wir Christen, wir leben, wir überleben, wir probieren uns gut zu organisieren. In Gemeinde, in Kirche, in Denomination, in Bibelschule. Wir organisieren uns, dass wir überleben auf dieser Erde. Aber ich habe euch vorher gesagt, Paulus betet, dass wir die Erkenntnis bekommen über die Segen in der Himmelswelt, diese Autorität, wie in der Himmelswelt vorbereitet sind für uns, dass wir die guten Werke tun, wie im Voraus alles gemacht ist für uns. Und ich möchte einige von diesen Versen nur lesen. Er hat ihn über den Thron gesetzt, über jede Gewalt und über jede Kraft und hat jede Macht gegeben. Und in seinem Namen ist jede Autorität jetzt und in alle Zeitalter, sondern auch in die zukünftige genannte werden wird. Und alles hat er unter seine Füße unterworfen. Und in ihm hat er ihm gegeben, er ist das Haupt seiner Gemeinde. Und das ist etwas, was du wissen musst. Jesus Christus hat jede Autorität in der unsichtbaren Welt. Jede dämonische Macht, jeder Hauptdämon, die ganze Länder kontrolliert, ist unter der Autorität von Jesus Christus. Er hat Autorität. Aber Jesus möchte nicht allein. Er könnte alles
machen. Aber er möchte, dass seine Gemeinde, dass seine Braut mitmacht. Er möchte, dass wir das machen, was er geplant hat für uns. Und weißt du was, wenn die Christen machen würden, was geplant werden von Gott für sie, hätten wir schon lange eine riesige Erweckung auf der ganzen Welt. Und die unsichtbare Welt wird nicht mehr beherrscht werden von Satan und von seinen Dämonen, sondern von den Engel Gottes und von den Kindern Gottes, von den Propheten und von den Fürbittern. Das ist die Wahrheit. Wir leben eine Zeit drin, wo wir denken, es gibt nicht mehr. Ich möchte heute Abend eine Geschichte erzählen, die mich früher sehr stark berührt hat. Es war in Deutschland, nach einem Krieg in den 50er Jahren, ich glaube Jahr 50 so etwas, ist eine Frau gestorben, sie war noch ganz 60 Jahre alt, hat in Armut gelebt und dann hat der Pfarrer gelesen, die Frau ist gestorben in Armut. Sie hat nicht genug zu essen mehr gehabt, sie hat kein Geld gehabt für ihre Wohnung heizen. Es war kalt in ihr, es war krank, sie hat sich nicht mehr können erlauben, sogar Medikamente zu kaufen. Und diese Frau ist gestorben in Armut. Und an der Beerdigung hat er es auch gesagt, unsere Schwester ist gestorben in Armut. Und es war manchmal üblich, auch in dieser Zeit. Ein paar Wochen nach dem Tod wurde trotzdem das Testament aufgemacht und die Bankkonten gingen zum Notar. Und da sah, dass über 400.000 D-Mark auf ihrem Konto war. Und das war so ein Kopfschüttel. Die Frau ist gestorben in Armut und hat 400.000 D-Mark auf ihrem Konto gehabt. Und das war nach dem Krieg sehr, sehr, sehr viel Geld. Und wie kommt das? Das Problem ist, dass ein paar Monate vor, dass die Frau gestorben ist, hat sie das Geld bekommen von einer Erbschaft, von einer Familie, wie in Amerika war. Aber dass sie nie ihre Bankkonto oder ihre Banksachen geprüft hat und nachgeprüft hat, hat sie nicht gewusst, dass sie dieses Geld hat. Und diese Frau ist gestorben an Armut, an Hunger, an Krankheit, an Kälte und hat so viel Geld auf dem Konto gehabt. Und sie ist trotzdem gestorben, weil sie es nicht gewusst hat. Diese Geschichte hat mich so getroffen. Wisst ihr, dass die ganz viele Christen, die Gemeinde Jesus so ist zurzeit. Wir wissen nicht, wir haben nicht die Erkenntnis, welche Vollmacht, welche Autorität, welcher himmlische Segen in die unsichtbare Welt Gott uns geben möchte. Paulus sagt, ich hab gebetet, dass er die Erkenntnis bekommt, dass die Augen von eurem Herzen aufgeht, dass ihr das erkennen könnt. Und es ist so das, was so in meinem Herzen drin ist. Wir brauchen diese Erkenntnis. Wir brauchen Offenbarung. Es ist wichtig, dass die Augen unseres Herzens aufgehen, dass wir nicht probieren, alles im Verstand. Heutzutage, ich will dir nichts sagen, aber wahrscheinlich, wenn du ein Predigt hören würdest, vor 300 Jahren hat sich nicht viel verändert zu heute. Die Predigt vom verlorenen Sohn, von der Jungfrau mit ihrem Öl, wie sie nicht mehr gehabt haben, es ist ganz tolle Predigte. Aber glaubt ihr nicht, dass Gott für diese Zeit, wie jetzt kommt, Offenbarung hat von der unsichtbaren Welt, von dieser Geistwelt. Dass er Offenbarung hat, wieder sagen möchte, es ist Zeit, dass wir diese himmlische, übernatürliche Segen von oben holen, dass wir es nehmen und dass wir das machen, was Gott verlangt hat für unserem Leben. Ich bin sicher, wenn ich heute Abend dich fragen würde, bist du zufrieden mit dem, was du von Gott als geistliche Autorität bekommen hast? Wenn du jetzt heute Abend sterben würdest, würdest du sagen, ist das alles? Oder gab es nicht etwas, wie größer war, aber du hast es nicht kapiert, es hat das niemand erzählt, es hat dir niemand gesagt, was alles möglich ist. Ich glaube, es wird eine Zeit kommen, wo wir in dieser Geistwelt, in dieser geistlichen Welt, in dieser Himmelswelt, wie verschiedene Übersetzungen sagen, dass wir das rausholen, was da oben ist für uns. Ich glaube, diese Erkenntnisse sind nicht auf der Erde. Die Erkenntnisse sind nicht in der Bibelschule. Die Erkenntnisse sind nicht in die Gemeinde. Diese Erkenntnisse haben nicht die Pastoren. Diese Erkenntnisse haben nicht die Evangelisten. Im Epheserbrief 3 steht geschrieben, sagt Paulus, ich bin Apostel Jesus Christus. Und ich habe vom Geist der Offenbarung, ich habe Offenbarung bekommen, was alles geschehen wird. Ich habe Offenbarung selbst von Gott bekommen.
Und er sagt, die Gemeinde Jesus ist aufgebaut auf Jesus, der Eckstein. Und die Apostel und die Propheten sind dieses Fundament. Paulus sagt, ich habe Offenbarung bekommen als Apostel. Ich habe Offenbarung bekommen als Prophet. Und ich glaube, Prophet und Apostel sind berufen, nicht Superorganisatoren zu sein und geehrt zu werden, sondern sie sind gerufen, das Fundament mit Jesus Christus zu machen für die Zukunft. Wie heißt denn die Zukunft? Wir sollen Reich Gottes bauen. Wir beten, viele Christen gehen jeden Sonntag in die Gemeinde. Und sie beten das jeden Sonntag, ein Glaubensbekenntnis, ein wunderbares Gebet. Und das Gebet heißt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das beten wir schon 2000 Jahre durch in fast jede Kirche drin. Und das ist ein tolles Gebet. Aber glauben wir an dieses Gebet? Glauben wir, dass Reich Gottes kommen kann auf diese Erde? Könnt ihr glauben, dass die Macht des Teufels zerbrochen wird? Könnt ihr glauben, dass die dämonischen Kräfte ihre Kraft verlieren? In der unsichtbaren Welt, über die Städte, wo dämonische Mächte ganze Länder kontrollieren, wo es fast unmöglich ist, den Menschen eine Begegnung mit Jesus zu haben, diese christliche Glaube zu bekommen, weil über ihrem Land so ein geistlicher Macht ist, ein Kontrollgeist, ein religiöser Geist, ein Geist der Bedrückung, ein Geist der Ablehnung, ein Geist des Mammons. Und die Menschen sind so unter dieser Glocke drin und ein paar überleben. Ich möchte mehr als überleben. Ich möchte mehr als geistliche Leiter sein oder Prediger von einer Gemeinde, wer eine überlebende Gemeinde ist. Ich möchte sagen, ich möchte alle Schlüssel, wie Gott mir geben möchte, von der unsichtbaren Welt. Ich möchte ja darüber predigen. Ich möchte die Leute sagen, hör zu, ich möchte die Erkenntnis, so wie Paulus sagt, ich habe Erkenntnis bekommen, ich habe Offenbarung bekommen und ich will die Offenbarung weitergeben. Ich möchte diese Schlüssel weitergeben, dass er hingeht und holt diese Sache. Ich glaube, es ist eine Zeit, wo schon viel angefangen hat. Es gibt so viele Christen wie zur Zeit, ein Einblick in diese Himmelswelt, teilt in die Himmel rein, ein Einblick in diese Engelswelt und haben Kontakt mit Engel gehabt, so viel wie es noch nie gegeben hat. Aber es ist nur ein Anfang. Es gibt Christen, die sagen, oh, ich habe einen Engel gesehen, das langt mir für mein ganzes Leben. Nein, das langt mir nicht für mein ganzes Leben. Ich war frisch gläubig, habe ich schon Engel gesehen und habe Dämonen gesehen und ich habe den Herrn gesehen. Aber ich wusste, es gibt mehr. Es gibt mehr als einmal im Leben einen Engel zu sehen. Ich glaube, dass Engel kommunizieren möchte, weil sie die Pläne über Städte haben. Engel möchte den Schlüssel bringen. Engel möchte dir Offenbarung geben. Engel möchte, dass du auch im Namen des Herrn ihm sagst, was die Pläne Gottes sind und sagst, er könnte gehen. Ich war heute in einer Stadt drin, wo Gott mich gerufen hat, einen ganz besonderen Platz zu beten. Und ich fing an, etwas zu verstehen von dieser geistlichen Welt, von zu Prinzipien. Und ich weiß, in der Stadt, in jeder Stadt, gibt es fast immer einen zentralen Ort. Und da wohnt, möchte ich sagen, dieser Hauptdämon der Stadt, wie alles kontrolliert. Und das ist sein Platz. Und der ist vielleicht schon hunderte Jahre dort. Und an diesem Platz sind öfters Opfer gebracht worden von okkulten Sachen und furchtbaren Sachen geschehen. Und ich glaube, wenn du im Gebet, wenn Gott dir den Auftrag gibt und du entdeckst diesen Platz und du machst diesen Platz frei, dann da, wo dieser Hauptherrscher war, wird ein Engel kommen, der Engel über diese Stadt, der wird an diesen Platz hingehen. Und es wird eine offene Tür sein in diese Stadt, dass Engel durch diese Tür an diesen Platz kommen können, in die Stadt hinein. Und heute Morgen war ich so in dieser Stadt drin und der hat mir offenbart, Piero, sei nicht zufrieden, dass dieser Platz gewonnen ist, dass dieser Platz Engel da sind. Fang an, in der Engel zu sagen, in welche Straße soll sie hingehen? Sie soll die ganze Stadt einnehmen. Sie soll nicht zufrieden sein, wenn sie diesen Platz haben. Sie warten darauf, dass du ihnen sagst, wo sie hin soll gehen. Sie möchte gehen. Und es ist wichtig, dass wir lernen, ganze Städte wieder einzunehmen. Gott möchte uns Segen, Schlüssel, Autorität geben von dieser unsichtbaren Welt. Und wenn ich ehrlich bin, ich möchte mehr Zeit verbringen mit 10 Leuten, die Hunger haben nach dieser Geistwelt. Statt auf einer Konferenz zu sprechen von 5000 Leuten, wo nur gesegnet möchte werden.
und wir streicheln heute wollen. Aber ich sage euch etwas, es wird Konferenzen kommen, auch in unserem Land, wo hunderte Leute kommen, die einen prophetischen Geist haben. Und es wird prophetische Schule geben, nicht allein, um einen Titel zu bekommen, sondern es wird prophetische Schulung geben, wo hunderte prophetische Leute kommen werden, weil sie von Gott einen Auftrag bekommen haben, diesen Segen von der unsichtbaren Welt für ihr Land runterzuholen. Ob es in Deutschland, die Schweiz oder Österreich oder Frankreich oder in anderen Ländern ist, ist es so unwichtig. Da, wo Gott dich hinschickt, mach es. Ich glaube an diese Leiter von Jakob, wo da Engel runter und hochgegangen sind in dieser Nacht, wo selbst der Engel des Herrn runtergekommen ist, mit Jakob gesprochen ist. Da waren Engel, und das ist später Bethel geworden. Ich glaube, dass Gott zurzeit viele von diesen Leiter hat. Das ist nicht eine schöne Geschichte gewesen von der Bibel, sondern Jesus Christus ist auch für die nächste Zeitalter gekommen. Weißt du, was ich gerade sehe? Ich sehe im Geist, wie viele von diesen Leitern runtergehen. In dein Haus, in dein Gebetsort, wo du bist. Vielleicht bist du gerade zur Zeit krank, bist im Krankenbett und sagst, Gott, warum heile ich mich nicht? Und Gott sagt, ich möchte mehr als dich heilen. Ich möchte, dass der Leiter runtergeht. Ich möchte dir einen Schlüssel geben von dieser unsichtbaren Welt. Ich möchte dir zeigen, was ich vorgesehen habe für dieses Land, für dich. Ich möchte euch nicht immer alles geben, was ihr wollt, sondern ich möchte, dass ihr mich sucht. Und ich spüre heute Nacht, und es fängt vielleicht jetzt an, dass diese Leiter vom Himmel runterkommen. In dein Haus. In deine Wohnung. Dass die Gegenwart Gottes runterkommt. Dass Engel kommen. Und dass du aufhörst vielleicht zu beten. Dass du ganz ruhig wirst und empfängst. Wenn Engel kommen in dein Haus hinein, kommen sie dich nicht besuchen. Um den Staub wegmachen. Nein, sie kommen sie dich besuchen, weil sie einen Auftrag von Gott haben. Ein Segen von der unsichtbaren Welt erbringen. Ich möchte dich fragen, hast du Sehnsucht nach diesem Neujahr? Hast du Sehnsucht? Hast du Sehnsucht, dass etwas von dieser Himmelswelt dich berührt? Dass wenn du vielleicht morgens deine stille Zeit machst und anbetest und plötzlich merkst, dass der ganze Raum, wo du bist, verändert sich. Du bist nicht mehr allein. Du hast vielleicht deine zwei Füße auf dem Boden, aber dein Herz und dein Geist ist in diese Himmelswelt drin. Und Gott fängt an, das Segen von dieser Himmelswelt in dich hineinzugeben. Hast du Sehnsucht danach? Möchtest du es haben? Hast du Sehnsucht wieder diese Zeit, wo du ganz allein bist mit Gott? Wo du ganz allein bist mit deinem Erlöser, mit Jesus Christus? Hast du Sehnsucht danach wieder? Wo du spürst, wow, die Tür ist offen für dich. Vielleicht wird dein Verstand und dein religiöses Wissen sagen, stopp. Aber sag mal, in deinem Verstand, du sagst stopp. Ich möchte in diese andere Dimension. Ich möchte das Segen von dieser Himmelswelt bekommen. Ich möchte jeden Schlüssel, wie Gott für mich hat. Jeden Auftrag, wie Gott für mich hat. Ich möchte ihn bekommen. Ich möchte jemand sein, wenn ich anfange zu beten, dass mein Geist nicht eingesperrt ist durch meine Seele, durch meine Probleme, durch meine Lasten. Ich möchte, wenn ich anfange zu beten, dass mein Geist sofort rausgeht. Aber weißt du, dann ist deine Gebetszeit nicht mehr langweilig.
weiß nicht warum, aber ich sehe gerade im Geist, wo Engel diese Leiter runtergekommen sind. Und sie möchte dich salben für diese Himmelswelt. Sie möchte heute Abend so wie ein Öl über dich gießen, dich kennzeichnen, dass du in dieser Himmelswelt so einen Pass hast. Also die Zeit kommt, wo wir alle so einen grünen Pass haben müssen, sonst können wir nicht mehr reisen, nicht mehr ins Flugzeug gehen. Aber sagt er, es gibt Pässe vom Heiligen Geist, dass du reisen kannst in die Himmelswelt. Und der Pass ist viel besser. Es werden weltweit Propheten aufstehen, sie werden diesen Pass bekommen und sie werden beten. Und sie werden vielleicht von Südamerika in Europa, in Russland, in Afrika sein und das Gegenteil. Es gibt keine Grenze für Jesus Macht, weil da oben der Kontrolleur von dieser Himmelswelt ist Jesus Christus. Kein Dämon, keine dämonische Macht. Jede Macht ist Jesus Christus unterworfen. Und in ihm, mit ihm, durch ihn, haben wir diese Autorität. Lass dich berühren jetzt. Lass dich berühren. Lass diese prophetische Salbung kommen, lass das Öl heute Abend mit dich kommen. Wenn du gerade in deinem Zimmer bist und du spürst, wie Gott dich so stark berührt, du kannst dich hinknien. Dieses Öl, diese Salbung, die dich kennzeichnet wird für die unsichtbare Welt, es fließt gerade über dich. Es fließt über dich. Es kommt gerade. Wir sind Gäste auf dieser normalen Welt. Wir sind auf der Durchreise. Eine kurze Zeit, aber für alle Ewigkeit. Wir sind diese andere Welt kennenlernen. Und du wirst vielleicht sagen, hätte ich das vorher gewusst. Aber jetzt weißt du es, du bist nicht wie diese Frau, wie verhungert ist, wie gestorben ist. Heute Abend, Gott möchte dir diese Offenbarung geben. Es ist eine neue Zeit für dich. Und ich möchte beten, wie Paulus, dass deine geistlichen Augen offen bleiben. Dass du die Verheißung Gottes für dein Leben sehen kannst. Dass du nicht abhängig wirst von einer Religion, von einer Kirche, von einem Pastor, sondern dass die Salbung der Heilige Geist selbst dich lehren wird. Dass du selbst diese Unterscheidung haben wirst. Das ist mein tiefstes Anliegen. Gott soll dich berühren. Bleib im Moment in der Gegenwart Gottes drin. Wollen hier eine prophetische Zeit noch haben der Anbetung. Und vielleicht bist du sehen, auf dem, es wird eine Telefonnummer kommen, wenn jemand da ist und wünscht dich Gebet. Es werden ganz viele Leute heute Abend noch bereit sein, dir zu dienen, für dich zu beten. Wenn du es im Herzen hast, dass jemand noch für dich betet, du kannst auf diese Telefonnummer anrufen und es wird für dich gebetet. Morgen ist Heilungsgottesdienst. 17 Uhr, live. Wenn du jemanden kennst, der krank ist, schick ihm doch einfach auf YouTube diese Ankündigung. Gott wirkt zurzeit viel stärker, als du dir vorstellen kannst. Gott segne dich. Ist ein Strom.
Wasser des Lebens, vom Throne Gottes fließt ein Strom. Wasser des Lebens, fließe über mich, fließe über mich. Deine
So bist nur du. Heben unsere Hände zu dir.
Dieselbe gestern und heute und in alle Ewigkeit. Bist dieselbe gestern und heute und in alle Ewigkeit. So bist du. Me.
deine Herrlichkeit sei über uns. Ja, deine Herrlichkeit sei über. Ah, 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 ah.
heute ein. Die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm, so wie du bist und bete an. Komm, so wie du bist, dein die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm, so wie du bist und bete an. Komm, so wie du bist, vor dein dem Herrn. Komm,
Die.
in der Himmelswelt. Ganz umgeben sein.
Seht ja unsere Telefonnummer, unsere Gebetshotline, so ruft weiter an. Es sind viele Beter vor Ort, die euch dienen am Telefon. Schön, dass ihr da wart. Vergesst uns nicht zu abonnieren. Taube Reisen, wenn immer gute Botschaften. Mittwochs, Samstag, Prophetenschule. Wir weisen darauf hin, morgen 17 Uhr Heilungsgottesdienst mit Purify. So sei dabei. Gott möchte Wunder tun.